So, direkt die nächste Tour. Ach, warte mal. Können wir noch gar nicht machen, weil wir müssen das nach unserem Hund gucken. Keine Bedürfnisse. Ja, das ist schön. Du bekommst alle Tiere. Lack of inspiration has been hitting me pretty hard lately. My creative spark feels kind of dim, grayed out. Warm colors, fluffy blankets and lots of cozy furniture. This is what I truly need. I always imagined myself in my skelly cutie in a lakeside house with a wooden terrace and maybe even a small sauna. Somewhere I would be able to flourish as a writer. Or perhaps put more time into working on my paintings. This might be the perfect moment for a change. A new home for me and my lovely Poe. Ist gerade aufgefallen, dass das Spotify-Logo, glaube ich, die ganze Zeit oben zu sehen war. Ich muss mal kurz gucken. Ja. Ich habe das eingestellt, dass du sehen kannst, welche Folgen wir aktuell hören. Ja. Ich habe es die ganze Zeit mit angehabt. Scheiße. Ja, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm passiert. So, was ist los, mein Großer? Hier kannst du ein bisschen spielen gehen. Ja. Boah, ein guter Sound mit ganzen Vögeln und sowas. Anscheinend. Wo ist mein Hund? Der läuft hier irgendwo durch die Gegend bestimmt.
frisst von alleine. Wobei mir einfällt, wir haben gar keine Futterbox oder sonst irgendwas. Okay, der wächst auch oder was? Da sitzt er. Wo habe ich hier noch Unkraut? Keine Ahnung, vielleicht macht er auch gerade irgendwas. Das sage ich jetzt nicht. Dass die mal auf die Idee kommen. Wir könnten ja mal gucken, was der so macht. Wir wissen das ja gar nicht. Er wird das verstehen, weil hier bin ich mir nicht so sicher. Einfach mehr bewegen, dann passiert sowas nicht. Es gibt genug Möglichkeiten, es gibt immer Gründe, warum man das ist. Heilige Verschmutzung 89%. Wo habe ich denn hier noch Verschmutzung, bitte? Ja, das kann natürlich auch sein. Das, ne. Ich muss gleich mal gucken. Ich mache mit dir alles sauber und dann gucke ich gleich mal eben. Ja, da hast du ja gerade gesehen, wir haben zum Beispiel das nicht alles gehabt, was der wollte. Und dann passt das trotzdem noch irgendwie. Was ist das denn hier? Treppe ändern. Ja, das kennen wir. Aber mir fehlt halt das Tier noch in dem Laden hier. Ich glaube, der ist gerade dabei, die Wand abzuschleifen drüben. Soll er ruhig machen, solange ich es nicht mit einer Aufnahme habe, ist mir das egal. Und wenn es jemand hört, der Mann renoviert dann die Wohnung. Ist ein Haus, er darf machen, was er will. Wenn es jemanden stört, hat er Pech gehabt. Ganz einfach. Ich bin ein Mordi, holt mich hier raus. Ich sehe schon, wir müssen wieder irgendwelche Wände ziehen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob wir jetzt alles ausgeskillt haben. Ne, bauen haben wir zum Beispiel noch nicht alles.
Ja, das ist schon richtig. Jeder so wissen, wie er es machen will. Aber wo ist jetzt... Ah, okay. Das ist immer noch so ein bisschen doof, weil du nie hundertprozentig weißt, wo die Sachen gerade sind. Dreckig sind. Jetzt haben wir das alles. Da zerstöre die Wände, baue die Wände. Lass mich erstmal die Wände zerstören. Ich glaube, er ist gerade draußen am Renovieren. Nein, kein Bruchschrei. Da die eine Wand zu viel weggeschlagen. Ich hab ja gesagt, vielleicht schleift er gerade die Wand ab. Er hätte da so bald Urlaub. Die spawnst du hier auch noch, oder? Okay, das ist schon mal weg. Gegenstände verkaufen, Tyumori. Okay, kann ich doch verkaufen. Baue die Wände, 0 von 58. Okay. Ja, Kleiner, ich bin hier unten. So, also, Wände bauen. Ja, da soll ich keine Wand hinbauen. Da steht aber Wände bauen. Wahrscheinlich meint er die Stütze. Aber die hier mit weggerissen haben. Na. Zerstöre die Wände 7 von 9. Ja, was denn jetzt? Ja, du siehst aber auch nicht richtig, was jetzt wohin soll. So, der jetzt weg oder nicht weg? Die sollen weg. Der muss auch einmal komplett weg. Nein, warte. Damit wir den einmal neu machen können. Die spawnst du mal bitte. So, Stütze. Nee, der soll, da soll keiner rein. Steht hier einer zu viel drin oder so? Hier habe ich so das Gefühl, das passt hier alles nicht. Ne, das soll ich wieder bauen. Geht doch einmal nochmal durch hier. Ne, warte, falsch rum. Wand bauen. Ich mag solche Sachen nicht mit Winde bauen. Da bin ich kein Freund von. Ja, weil ich finde, das ist nicht hundertprozentig genau, wo du es hinbauen sollst. So kann ich jetzt, wenn das jetzt zum Beispiel so auf dem Boden ist, weiß ich, okay, da und da muss ich das hinbauen. Das hilft schon ein bisschen mehr, als auf die Karte zu gucken. Das heißt, hier müssen auch welche hin. Ja, ich habe meiner Wand zu viel gebaut, sehe ich gerade. Ja, neuer Fertigkeitspunkt. Noch sehr lange gedauert, bis wir da mal einen kriegen. Die Bautenbinde sind sofort gestrichen. Nice. Das ist doch schön. Ich sehe gerade, wir könnten sogar gleich mehrere Wände bauen. Aber ich kann keine drei Wände gleichzeitig bauen.
Na. So, das passt. Den einen muss ich jetzt nochmal abreißen. Nein, falsche Taste. Das heißt, das müsste der hier sein. Ja. So, nein, Stütze. Die will ich haben. So sagt er mir, hier ist zu wenig Platz zum Bauen. Hier ist nicht zu wenig Platz zum Bauen. Du solltest einfach nur dahin bauen, wo ich das haben will. Dann passt das schon. Genau. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo muss ich denn jetzt. Jetzt sag ich, ich finde das mit der Karte so ein bisschen doof und unübersichtlich. Das heißt, hier irgendwo will die auch noch. Ach, da will sie auch noch eine Wand hin haben. Guck mal hier. Warum auch immer. So. Ja, falsche Taste. So, Wände sind gebaut. Jetzt muss ich für jeden Raum was anderes machen. Fangen wir in den Raum an hier. So, nein, Aufgabe. Noch Holz ist schon mal verlegt. Deckenfliesen. Oh. Okay. Ich glaube, ich habe die Bodenfliesen gerade zu Deckenfliesen gemacht. Ja, habe ich. Laminat verlegen. Okay, was haben wir denn für ein Boden? Ach ne, Laminat ist wahrscheinlich für den Boden, ne? Zebraholz. Nee, das ist Wandlamp für die Wände. Wahrscheinlich sehr viele Laminatsorten. Ah, okay. Und dann hast du alles zusammengebaut und merkst du, oh fuck, das war doch falsch rum. Achso. Ich glaube, das interessiert dann jemanden auch nicht. Hauptsache, man hat die Sachen fertig. Ich hab damals auch Laminat verlegt. So schwer ist das nicht. Unter der Decke, ja, aber ich rede jetzt vom Fußboden. So schwer ist das nicht. So, Schiebetür. Warum geht das jetzt nicht? Weil ich das Laminatpaket da liegen habe. Ich finde das jetzt total doof, ne? Weil jetzt hast du hier halt diese Lücke dazwischen, jetzt kann ich es nicht ändern. Dann haben wir hier Sauna. Ach, das ist so ein Saunamist. Will ja davon haben 16 Stück. Thank you.
Was mich interessiert, ist zum Beispiel, ob wir noch mehr Hunde finden. Oder ob es jetzt nur der eine Hund ist. Das ist natürlich jetzt auch doof, ne, wenn du das jetzt... Haben wir bei den anderen ja auch, wir haben auch ein paar Sachen freigeschaltet. Lichtschalter können wir eigentlich, ja, müssen wir ja von innen dran machen. Bringt ja nichts, wenn du den außen dran machst. So, auch fertig. Die Folge geht aber schon 20 Minuten circa. So, was haben wir hier? Laminat. Okay. Der sieht sehr komisch aus. Ich glaube, der Hund sucht uns gerade. Der bellt nämlich die ganze Zeit. Also nicht die ganze Zeit, du hörst es aber, wenn er bellt. Ich weiß auch nicht, was das bringt, wenn du den mitnimmst. Ich denke, das ist eher so, ja, hier hast du, da bist Hundebesitzer, kannst du ja mitnehmen. Du kommst ja viel rum, so nach dem Motto, und deswegen, ich weiß nicht, ob das was bringt. Das sehen wir, glaube ich, dann. Kannst du mal aufhören zu gehen, das ist ansteckend. Mach den Kaffee. Ich brauche aber gleich noch einen. Nach der Karte mache ich erstmal eine Pause. Im Fix Kaffee machen. Wie gesagt, wir sind ja noch ungefähr bis 8 Uhr. Spätestens 9 Uhr muss ich aufhören. Weil ich mir kurz nach 9 Uhr schon wieder fahren muss. So, dann haben wir das hier eigentlich fast alles schon komplett. Ach nö, jetzt fehlt mir noch ein paar. Ja, dafür brauche ich, jawohl, kann ich den da auch verlegen? Ne, dafür, ach guck mal hier, passt doch. Kann ich direkt mit verlegen. Jetzt muss ich noch ein paar mehr kaufen. Aber wir haben alles. So, lass mich mal die Sachen verkaufen hier. Dann machen wir jetzt den Raum fertig hier. Na. Also es passt direkt mit dem Boden, ne? Hier, die beiden Sachen. Es passt direkt mit dem Boden. Wir machen Abgang hier, du nervst. Warum kann ich den nicht hier dran machen? Dann eben nicht. So, was haben wir hier kaufen? Lichtschalter. Mal eigentlich direkt an der Treppe machen. Echt eckige Lampe. Warum geht das jetzt nicht hier?
So. Das haben wir dann auch fertig. Sonst noch irgendwas? Nein, was haben wir hier? Laminat verlegen. Toll, den habe ich gerade verkauft. Abreißen. Aber das wäre wieder so ein Laminat, der mir nicht gefallen würde. Ich würde das rote bevorzugen. Ja, weil das natürlicher aussieht. Mir gefällt es halt besser. In Sims hatte ich das immer rot, die Wand, immer. 85%, achso. Ich krieg den Türraum nicht rein. Den Türraum hier nicht rein. Die haben zu groß gebaut. Schon wieder nicht? Ach, ich sag dazu nichts. Aspirin rein und fertig. Ich kann sagen, erst müssen die Schrauben raus. Hast du nicht früher auch mal markiert, was du anklicken musstest, damit das rausgeht? Und jetzt sehe ich nichts. Dann habe ich das falsch im Kopf. Ja. Okay, waren wieder die falschen. Das dauert. Ich mache auch jetzt jede Reihe einzeln. Ja, damals musstest du jedes Teil nachholen. Es ist trotzdem schlimm. Nachts um 3 habe ich Besseres zu tun, als die Wandfliese anzustarren. Das stimmt. Sowas gibt's in Haarslipper nicht. Man kann erst dann aufhören, wenn man es durch hat. Wir haben damals 2 Tage gebraucht, wir jetzt an den DLC. Weil wir auch zeitlich was dazwischen gekommen ist. Ich glaube, damals musste ich auch arbeiten, ne? Aber das war ich zu müde war. Ich glaube, das ist abgestürzt, das eine Level. Daraufhin habe ich dann gesagt, wir machen es morgen dann weiter. Wir mussten es komplett neu starten dann. Das war, wo Petra reinkam damals. Im letzten DLC.
Ja, stimmt, da hatte ich Urlaub. Hab ich auch bald wieder. Ja, vorgezogen damals. Und was hat es mir gebracht im Endeffekt? Rein gar nichts. Oh, ist ja nicht schlimm. Hauptsache ich hatte meinen Urlaub. Keinen Urlaub zu haben. Ich habe ihm schon gesagt, eigentlich bin ich am Überlegen, das so zu machen, alle 3 Monate Urlaub zu machen. Aber September sind, glaube ich, noch Ferien, ne? Je nachdem, ne? Dann kannst du direkt nach der Sauna direkt erstmal duschen gehen. Ja, ist das Beste, was du machen kannst. Ich bin noch nicht in der Sauna, ich kenne das nicht. Doch, ich war damals in der Sauna im Schwimmbad. Da gab es die Dinger ja auch. Aber ich meine, jetzt so eine Sauna, wo du das jetzt wie hier hast. War ich auch noch nicht drin. Doch nicht was für jedermann, ne? Also so ist es ja nicht. So, hier haben wir alles abgehakt. Erdgeschoss haben wir noch. Und den Garten. Dann haben wir auch schon fast alles. Das dürfte einer der längsten Folgen werden. So, was soll ich hier verkaufen? Wir brauchen. Ich muss gleich erstmal gucken, wo mein Hund ist. Da bist du ja, kleiner Racker. Was ist los mit dir? Wo willst du hin? Obfliege. Mit dir redet keiner. Das hättest du wohl gern, ne? Genau. Komm, ich spiel mal Stöckchen holen. Verdammt. Ich kann den Stock nicht aus dem Fenster werfen. So. Bist du beschäftigt? Warte mal, hier soll irgendwo was sein. Was ist hier drauf? Was ist das über uns? Ach, das ist über uns. Wo ist der Rest? Ist der da oben auf dem Dach vielleicht? Muss ich gleich mal gucken. Wo ist der Stock? Ach, hier bringe ich das auch noch bei. Was ist das hier drin, was hier dreckig ist? Manchmal ist es ja auch oben an der Wand. Oh, ich putze dich auch mal. Ich gucke jetzt gerade wieder nur auf die Karte und gucke, ob ich da irgendwo die
Position finde. So, das ist auch sauber. Bin ich hier noch dreckig? Oder den Boden? Dann machen wir das als nächstes. Bodenfliesen. Bestimmt auch sehr viel Arbeit. Ausziehbares Doppelbett. Hat den Namen Alex. Sollte ich mir jetzt Sorgen machen, weil das Ding heißt Alex? Und, dein Ernst? Mach mal Platz da. Ja, oder pack es halt eben darüber. So, komm mal mit. Oh, er hat einen coolen Hut auf. So. Bleib mal da sitzen. So, hier kriegst du sogar hier, wo ist es denn? Leckerchen. So, jetzt, wo ist jetzt das Zimmer jetzt gewesen? Hier. Du rennst mir doch jetzt nicht hinterher. Ach, dein Ernst. Und warum? Ja, weil ich hier gerade am Dingessen bin, hier am Einräumen. Und er rennt mir einfach hinterher. Und jetzt hier alles aus Holz, ne, größtenteils. Wenn das einmal brennt, dann Prost Mahlzeit. Hab's auch einen Schminktisch. Komm, den machen wir direkt vor ihrer Nase. Damit sie, wenn sie aufsteht, direkt erstmal einen Schreck kriegt. Nur durch die Selbsterschreckung. Oder durch den Ventilator, wenn der hier auf den Kopf fällt. Der ist ziemlich niedrig. Ja, das stimmt schon. Was von den Entwicklern sind die Bilder? Irgendwelche Leute? Ich glaube nicht, dass du einfach irgendwelche random Leute nehmen kannst und die Bilder reinmachen kannst. Ja, wer weiß. Das war's, eine Hugo und sein ältester Bartmann, weißt du doch. Kann ich nirgendwo hinstellen? Muss ich die irgendwann an die Wand machen? Ach so, deswegen geht das nicht, okay. Eine Schaukel im Schlafzimmer. Es gibt Dinge, die muss ich nicht verstehen. So, ist das Zimmer auch fertig. Du bleibst hier. Nein, machst du das jetzt nicht? Doch. Zwischendurch will er mich nicht das Laminat verlegen. Na los, Kleiner, wolltest du mitmachen?
Aber Suit hast du ja schon auf. Na klar, nee, es ist ja ein Weibchen. Zumindest laut den Namen. So, dann machen wir das mal darüber. Und dann machen wir es auch komplett. Die Toilette, da können wir eine Dusche hinmachen. Wo haben wir denn das Bettchen da? Das ist wieder so eine geniale Dusche. Ich weiß auch nicht, wer sich den Scheiß ausgedacht hat. Ja, an sich ist sie auch ganz cool gemacht, nur hast du mal gesehen, wie die steht bei uns? Total creepy das Ding manchmal. Da kann ich die Heizung einbauen. Ja, habe ich. Ich habe schon einige Sachen eingebaut. Heizungen habe ich auch schon eingebaut. Kohleofen kenne ich sogar auch noch. Hatten wir früher auch als Kinder. Also ich zumindest, ist mein Bruder nicht mehr. Kannst du mal sehen. Aber am Dach hält zumindest die Klappe so nach der Mutter. Prozent habe ich, ne? Warum habe ich nur 97%? Verstehe das mit den Bodenfliesen gerade noch nicht so ganz. Wieso habe ich da. Okay, jetzt habe ich 98. Ah, okay.
Hat sich erledigt, jetzt habe ich es verstanden. Ging nicht, weil wir den Dings nicht hatten. Was los, Kleiner? Weißt du, wie ich dich nenne? Ich nenne dich jetzt wie. Hä? Die will sehr viele Spiegel überall haben, ne? Gleich mal gucken, ob wir irgendwo was zu fressen kaufen können für das Tier. Und Wasser. So, wie viel haben wir denn jetzt aktuell noch? Zimmer haben wir noch, Zimmer und Terrasse haben wir noch und den Garten. Der Garten ist fertig, drei Sachen haben wir noch. Dann sind wir durch. Und dann kriegen wir das auch noch hin. Also das eine Zimmer ist wahrscheinlich das da drüben. Also das hier wahrscheinlich auch noch. Kann ich wahrscheinlich komplett mit... Das Ding machen hier wahrscheinlich auch hin, ne? Ja, natürlich. Na. Ein Prozent fehlt noch. Okay, der war's nicht. Der war's. Also so schön mal mit dem Blick aufs Meer. Eigentlich optimal. Was, was? Ach so. Oh, schläft der Kleine. Oh, die Kleine. Der Kleine VV. Ich hab ihn wieder wach gemacht.
Das Ding hat viel zu viele Fenster. Oder ich nenne sie Ganofi. Na, oder Rotznase. Rotznase könnte man auch machen. Nein, wir bleiben bei Vieh. Ja, das stimmt. Die Rabauki, die eigentlich Mary heißt. Stinkerbolzen ist das. Karl Otto. Nein, 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 so schon mal gar nicht. So schon mal gar nicht. Gleich Karl Otto. Ach, jetzt soll ich hier die Gegenstände auch noch kaufen. Eieieiei. What the fuck ist das? Da muss ich mal eben umstrukturieren. Ich habe mich gerade schon gewundert, warum das so groß ist und ich hier einfach irgendwelche Sachen hinstellen kann. Das ist mein großes Ding. Ui, macht schon wieder Nickerchen. Es wundert mich, dass sie nicht aufs Bett springt oder sowas. Gut möglich, dass das nicht geht, weil die zu klein ist. Dass ich die Sachen selber hinstelle, das haben will nachher. Weiß gar nicht wohin mit den ganzen Sachen. Erst noch eine Blume, ist er fertig.
Müssen wir eigentlich nur noch die Terrasse machen. Und noch ein Zimmer fehlt uns. Wieso fehlt uns noch ein Zimmer? Wo fehlt uns denn noch ein Zimmer? Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Küche. Ich kann hier nicht durchlaufen. Hat die noch einen Weg nach oben? Nein, ne? Gegenstände kaufen. Wieso zur Hölle will man so viele Fenster haben? Schniefi, was los? So, das ist nur noch die Terrasse. Ja, wie ist ja gut, dann komm mit raus. Das heißt, das wäre der Teil dann hier. Fenster reinigen. Ich habe ein Fenster vergessen zu reinigen. Was? Wo habe ich denn ein Fenster nicht gereinigt? Da. So. So, auch fertig. Eine schöne Aussicht hat sie ja mit dem ganzen Wasser, aber wenn das mal richtig stürmt und sowas, dann stehst du nämlich auch da. Soll ich denn hier die Lampen hinhängen? Gut, die könnten wir hier drunter hängen, ne? Das geht. Das kriegt man hin. Noch eine kleine Pflanze und jetzt brauchen wir noch zwei dunkle Laternen. So, die eine dahin und die andere dahin. So, wir sind immer noch nicht fertig. Was fehlt denn jetzt noch? Abgehakt, die Küche. Bodenfliesen? Wieso Bodenfliesen? Wo fehlen da bitte Bodenfliesen? Oh, hier. Da habe ich ein bisschen drüber. Jetzt sind wir fertig. Nach einer Stunde. Hm?